So, Freunde, moin, was geht? Heute sollte eigentlich ein richtig geiler Tag werden, weil ich mir heute nämlich ein neues Motorrad kaufen gehe. Und ich freue mich da jetzt schon echt heftig drauf, seit ein paar Tagen. Aber heute Morgen habe ich eine E-Mail, heute habe ich eine E-Mail bekommen, die zieht meine Laune so dermaßen nach unten. Ich bin so sauer, Leute, wirklich. Ich bin unglaublich sauer. Ich werde euch auch erzählen, warum, aber ich mache eben das Navi an, denn wir fahren trotzdem zum Yamaha-Händler und ich hole mir trotzdem mein Bike, weil ich das einfach brauche und ich Bock drauf habe. Aber nichtsdestotrotz erzähle ich euch, was für eine Scheiße eigentlich geht. So, Leute, also, ich nehme euch jetzt bei der Autofahrt so ein bisschen mit, wollte euch eigentlich nur zeigen, wie es ist, sich ein Neufahrzeug zu kaufen, weil ich in meinem ganzen Leben noch nie ein Neufahrzeug gekauft habe und das eigentlich für mich ein sehr aufregender Moment ist. Nur jetzt wird mir dieser Moment so ein bisschen zerstört von einer echt beschissenen Sache, die mir vor 2 Jahren passiert ist. Das erzähle ich euch eben ganz kurz, ganz schnell, schmerzlos und vielleicht versteht ihr dann meinen Hasskick. Auf jeden Fall, vor 2 Jahren wurde mein altes Auto angefahren. Es war geparkt auf der Straße, ordentlich, also nichts, ich habe nichts falsch gemacht quasi. Das Auto stand einfach auf der Straße geparkt und mir ist jemand quasi ins Auto gefahren und hat einmal komplett die ganze Seite zerkratzt und halt meinen Spiegel kaputt gemacht. Das Ding ist, mir ist das gar nicht aufgefallen, sondern das war nämlich so. Ich war zu Hause und plötzlich klingelt die Polizei. Also es klingelt und dann so, ja hier Polizei Krefeld, bla bla bla, ne? Ihr Auto wurde angefahren. Ich so, okay, krass, scheiße. So, dann komme ich runter und die zeigen mir das so und ich gucke mir das so an. Und die Polizei hat gesagt, ja, wir haben einen Zeugen, der hat das Kennzeichen uns durchgegeben. Und jetzt sind die halt dann quasi in der Arbeit, den Schadenverursacher zu finden, weil der hat ja anscheinend Fahrerflucht begangen und ist halt abgehauen. Übrigens, richtiges Arschloch, du hast es wirklich verdient. Du hast einfach irgendwas Schlechtes verdient, Bruder. Ich hasse dich, ohne Scheiß. Auf jeden Fall, hat er halt an meinem Auto einen Schaden hinterlassen und ist abgehauen. Der Schaden war auch nicht so klein. Folgendermaßen, vielleicht auch echt eine gute Sache, wenn euch das noch nicht passiert ist, dass ihr hier nochmal zuschaut, dann macht ihr nämlich nicht denselben dummen Fehler wie ich. Folgendes, die Polizei schreibt mir einen Brief, wo drin steht, dass ich ein Gutachten brauche. Und ich natürlich, ich so ahnungslos wie ich damals war, also ich habe keine Ahnung von sowas, ne? Ich bin im Prinzip der Einzige hier aus der Stadt, aus meiner Familie, der halt ein Fahrzeug hat und der dann eben als Erster diese Erfahrung machen muss quasi. Und ich bin dann quasi zur Werkstatt gegangen, wo ich mein Fahrzeug immer warten lasse und habe den gefragt, ja, kennst du irgendwie Gutachter und so? Und dann hat er mir halt einen Kontakt durchgegeben. Ich werde jetzt halt auch nicht sagen, wer, und auch in der E-Mail werde ich das alles ausblurren. Übrigens, die E-Mail, die werde ich jetzt eben euch hier einblenden, da könnt ihr euch die in Ruhe durchlesen, drückt einfach Pause dazu, die ich heute bekommen habe. Auf jeden Fall geht es darum, dass ich jetzt noch knapp 850 Euro Gutachterkosten bezahlen soll. Und ich fühle mich halt echt mega verarscht, weil das Ding ist halt, dieser Gutachter, der dann halt irgendwann zu meinem Auto kam, hat gesagt, yo, die Sache ist klar, du wirst keine Kosten haben, weil das die Gegnerversicherung bezahlen muss, weil die Sachlage ja so klar war und alles so easy und so, ne? So, er schreibt sich also irgendwie seine Kosten da auf, diese 850 Euro, und lässt mich das unterschreiben im Glauben, dass ich halt nichts bezahlen muss. Weil ja der Gegner im Prinzip, der mein Auto beschädigt hat, dafür schuld ist und das tragen muss. Der Gutachter hat einen Schaden von, ich glaube, 3000 Euro oder so berechnet von meinem Fahrzeug. Die hätte ich eigentlich bekommen sollen. Jetzt hat sich nach einem langen Prozess auch übrigens mein Anwalt, der war mega korrekt, also Props an den. Weil er weiß nämlich, dass ich als Student damals noch echt keine Kohle hatte. Also Student und Fotograf, und damals lief es noch nicht so gut im Business, dass ich nicht viel Kohle hatte, und der hat einfach gesagt, komm Brudi, du musst bei mir nichts bezahlen. Ich hatte locker 3 oder 4 Sitzungen bei ihm, wo er mir halt so ein bisschen geholfen hat, Briefe geschrieben hat und das Ganze hin und her gemanagt hat, und der hat halt gesagt, yo, du brauchst bei mir gar nichts bezahlen, alles gut, guck, dass du den Rest geregelt kriegst.
So, dann habe ich die Rechnung vom Gutachter natürlich bekommen. Das Problem ist, ich habe diesen scheiß Wisch unterschrieben, wo drauf steht, dass ich halt, glaube ich, diese Kosten bezahlen muss, wenn niemand dafür aufkommt. Jetzt ist der Fall eingetreten, dass niemand dafür aufkommt, weil der Zeuge anscheinend einen Zahlendreher in dem Nummernschild hatte und die Person, die eigentlich dafür dann verantwortlich gewesen wäre, es gar nicht war. Und jetzt konnte die Polizei auch niemand anderen finden, weil es gab ja keine Hinweise. Das heißt, der Typ, der meine Karre angefahren hat, ist wirklich damit davongekommen und hat mir halt einen Schaden von 3000 Euro hinterlassen plus nochmal diese 850 Euro Gutachterkosten, weil ich die Gutachterkosten eigentlich gebraucht habe, um damit ich die Polizei weiterarbeiten konnte halt. So, richtig scheiße. Also jetzt habe ich ja halt diese E-Mail bekommen heute und ich habe natürlich auch eine Gegenantwort geschrieben, denn frage ich mich gerade, falls unter meinen Zuschauern ein paar Leute sind, die sich ein bisschen mit Recht und so auskennen, der Gutachter hat teilweise meine Fotos benutzt in seinem Gutachten. Und ich denke, das ist eine Urheberrechtsverletzung, denn er versucht gerade mit meinen eigenen Fotos ohne Lizenz oder Nutzungsvereinbarung Geld zu verdienen. Das ist meines Erachtens nicht erlaubt und ich meine, ich bin ja selber Fotograf und kenne das, wenn Leute meine Fotos nutzen, beziehungsweise mein Urheber, also das Urheberrecht besagt ja, dass die Person, die eben das, was sie halt geschaffen hat, in dem Fall meine Bilder, ich selber meine Bilder, die darf halt quasi den Leuten, die dann irgendwas damit machen wollen, den Nutzen erteilen. Das heißt, dass wenn es keine Vereinbarung gibt, der Gutachter meine Bilder gar nicht ins Gutachten packen durfte und somit im Prinzip mein Urheberrecht verletzt hat. Wenn das der Fall ist, habe ich eben eine Gegenantwort geschrieben. Ich bin natürlich damit einverstanden, Geld zu bezahlen, weil schließlich haben die irgendwie in irgendeinem gewissen Maße ihre Arbeit getan. Ja, ich sage jetzt nicht, dass ihre Arbeit grandios war, denn dieser Gutachter war wirklich nur 15 Minuten da. Danach hat er natürlich in seinem Büro wahrscheinlich volle Arbeit geleistet, ja, und dann meine Bilder verwendet. Und das geht natürlich nicht. So, dann habe ich halt meine E-Mail geschrieben, die seht ihr jetzt und da dürft ihr auch gerne reinschauen. Macht ruhig Pause, wie gesagt, und guckt euch das an. So, jetzt bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Ich bin auf jeden Fall extrem sauer, extrem wütend und extrem enttäuscht, dass die Scheiße so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Also Leute, Fazit, macht nicht denselben Fehler wie ich. Unterschreibt nicht irgendwelche Papiere, wenn noch nichts feststeht. Ja? Wenn die Polizei noch nicht weiß, wer der Schuldige ist, wer der Täter war, dann macht einfach gar nichts. Haltet die Füße still, bis ihr Bescheid wisst. Weil sonst kommen die Leute und wollen ihr Geld haben und tricksen euch aus, wie auch immer. Also ich fühle mich sehr verarscht auf jeden Fall. Von daher, lernt daraus und ich hoffe, ihr macht nicht denselben Fehler. So, puh. Das hat schon mal ein bisschen gut getan, darüber zu reden. Und jetzt sind wir mitten auf dem Weg zu Yamaha, um mein neues Moped zu holen. Also es war echt schwer, die SMCR loszulassen. Hat sehr weh getan und es tut immer noch ein bisschen weh. Ich freue mich aber dennoch, dass die SMCR einen coolen neuen Besitzer hat. Der ist echt ein cooler Typ. Und eventuell schaffe ich es auch mal eine Runde mit dem zu fahren. Er wollte sie auch, glaube ich, so lassen, wie sie ist, was ich extrem cool finde. Auch mit den Stickern, mit den Mango-Stickern und so. Also mega, mega cool. Und ich bin jetzt echt hyped. Auch wenn sich der Hype gerade noch ein bisschen zurückhält, aber ich nehme euch komplett mit. Ich nehme die GoPro mit. Ich zeige euch, wie ich das Cash auf die Theke knalle, Alter. Und dann würde ich sagen, holen wir heute die Papiere ab. Ich kann heute leider noch nicht das Bike mitnehmen. Ihr seht, ich bin noch allein im Auto, weil ich noch kein Kennzeichen habe. Aber das ist auch ganz geil gelaufen eigentlich mit dem Kennzeichen, beziehungsweise mit dem Straßenverkehrsamt. Da momentan ja Corona ist, kriegt man erst Termine nach so, also in so 2-3 Wochen. Das Ding ist jetzt aber, ein Kollege hat sich jetzt auch ein neues Moped geholt, und zwar die Street Triple RS von Triumph. Und er hat vor 2 Wochen jetzt schon einen Termin gemacht bei dem Straßenverkehrsamt und hat am Mittwoch, jetzt heute ist Montag, am Mittwoch den Termin. Und deswegen gehe ich jetzt schon mal die Papiere abholen, komplett Cash, Leute. Und dann geht er für mich quasi am Straßenverkehrsamt mit seine und meine Karre anmelden. Holt unsere Schilder ab und dann kann ich am Mittwoch nämlich ganz easy und entspannt das Bike aus Oberhausen vom Yamaha Zentrum West abholen. Warum ich mich jetzt
entschieden habe, bei Yamaha in Oberhausen das Bike zu kaufen, ist eigentlich ein ganz einfacher Grund. Die haben einfach den besten Preis. Also ungelogen. Ich denke, ich kann euch jetzt nicht sagen, was für einen Preis ich bekommen habe. Aber natürlich auch gerade wegen der Corona-Zeit und dieser Umsatzsteuer- bzw. Mehrwertsteuersenkung gibt es natürlich auch noch einen kleinen Rabatt. Aber die meisten bzw. alle Yamaha-Händler, die ich angefragt habe oder auch über Connections gefragt habe, die haben einen höheren Preis, auch mit der Mehrwertsteuersenkung. Und deswegen ist das einfach natürlich die logischste Entscheidung, dass ich da zum Yamaha-Zentrum West gehe und dort halt einfach mein Bike kaufe. Außerdem habe ich da auch die Probefahrt gemacht und ich verstehe mich ganz gut eigentlich mit dem Geschäftsführer da. Der ist echt cool drauf. Von daher gönnen wir uns heute mal das Bike von dort. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn ich dann angekommen bin. Also bis gleich.